Yusuf hat gesagt, wenn nicht so richtig geklatscht wird, dann soll ich weitermachen. Jetzt habt ihr's. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, bei mir gäbe es was zu lachen. Nein, ich habe mir sowieso alles selbst beigebracht. Autodilettant nennt man das. Das Leben, das nehme ich schon ernst. Dass die Menschen glauben, sie wüssten alles, das ist die Komödie. Dass sie dann aber auch noch danach handeln, das ist die Tragödie. Naja, besinnen will sich heutzutage sowieso keiner. Da schafft man einfach Feiertage ab. Ein besinnungsloses Volk braucht keine Feiertage. Volk der Dichter und Denker. Da gibt es die Geschichte. Ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher sollen ein Buch schreiben. Über den Elefanten. Der Amerikaner schreibt über die ökonomische Verwendbarkeit of des Elephant. Der Franzose schreibt über das Liebesleben des Elefanten und der Elefantenkuh. Und der Deutsche schreibt der Elefant. Leben und Tod. Eine Trilogie in drei Bänden. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre so ein Intellektueller. Nein, bei mir geht auch immer mal was schief. Neulich habe ich Fernsehen geschaut. Einen Pilotfilm. 2 Stunden, kein einziges Flugzeug. Dann denke ich immer, mach doch mal was, tu was für dich, mach einen Rhetorikkurs. Bei Boris Becker hat das voll funktioniert. Der hat seinen Gegner in 2 Sätzen besiegt. Früher hieß es, Wissen ist Macht. Und heute müsste es wohl heißen, Reden ist Macht. Und in diesem vereinten Europa, da braucht man auch noch Fremdsprachen. Als ob einem die Sprache an sich nicht schon fremd wäre. Und jetzt wird das alles, was ich nicht weiß, auch noch reformiert. Rechtschreibereform heißt das. Philosoph mit 2 F. Überhaupt dieses vereinte Europa. Da habe ich 2 Visionen. Eine gute und eine schlechte. Na, welche wollt ihr zuerst hören? Schlechte! Damit fange ich lieber mal mit der guten an. Die Engländer, das sind die Polizisten, die Franzosen die Küchenchefs, die Deutschen die Ingenieure, die Schweizer die Organisatoren und die Italiener die Liebhaber. Die Schreckensvision. Die Engländer die Küchenchefs, die Franzosen die Ingenieure, die Deutschen die Polizisten, die Schweizer die Liebhaber und die Italiener die Organisatoren. Toll, gell? Ja, die Engländer als Küchenchefs. Da gibt es dann Spezialitäten vom Rind. Wahnsinn in Pfefferminzsoße. Du bist, was du isst. Nein, danke. Wenn der Engländer gut essen will, dann geht er zum Inder. Dem ist wenigstens die Kuh heilig. Täglich in Hiob, das wächst einem schon mal über den Kopf. Krieg, Krankheiten, Katastrophen, Sex and Crime, Skandale, Finanzlöcher, Rentnerschwemme. Da verliert so eine Krankheit wie Alzheimer schon fast ihren Schrecken. Vergessen? Nicht immer, aber immer öfters. Und anstatt Mensch ärgere dich nicht, spielst du dann Memory für Alzheimer. Die Karten sind alle die gleichen. Dann kannst du das ganze innovative Zeugs vergessen. Gentechnik, Wegfahrsperre, Internet, ISDN, Hip-Hop, Wave, Mini, virtueller Friedhof, Backup. Sag mal, hey, hey, mach doch mal ein bisschen leiser, du siehst doch, ich philosophiere hier. Ach, laber, laber, laber. Sag mal, hast du einen Rindersteak gegessen? Nein, die Jungs da hinten, da im Hinterhof, da, die haben mir so Kaugummi gegeben. Da stand Ecstasy drauf. Das sag mal, du bist ja high. Nein, voll in Form. Du, die Jungs, die machen es richtig, alles easy, nicht so wie wir. Immer alles so ernst sehen, alles wirklich klasse. Auch diese Boygroups, die machen es auch richtig. Die gehen auf die Bühne so locker und säckeln das Kind ein. Weißt du, warum in der ersten Reihe die ganzen Mädels umfallen? Ha? Weißt du? Klar, weil die so süß sind. Ach, Quatsch. Die haben alle Mundgeruch. Und wenn die dann I love you singen, da fallen die alle um. Das ist das ganz Lösung. Du, das ist. Und eine Gruppe heißt auch Kotz in der Eck. Haben die? Dann haben sie es gar genannt. Aber wenn ich so sehe, was wir hier machen. Ja. Firma gründen wollen, Internet und Zeugs. Und was wollen wir? Einfach schaffe, schaffe, schaffe. Das ist alles, was sie wollen. Nur schaffe. Wirklich. Das ist, ich weiß jetzt, ist das Sinn des Lebens? Nur schaffe, 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 schaffe. Morgens rennt der Wecker runter.
an mein Stuhlbein herum. Für die anderen bin ich zu dumm. Schaffe, schaffe, Ravage, baue und nicht nach den Toten schaue, denn ich gebe gern deinen Hut. Du wirst gemolken wie eine Kuh. Abends komm ich abgeschafft. Stimmt das Essen hin? Schatz, macht sie warm, ich hab einen Termin. Schaffe, schaffe, Sauna baue und ich auf den Vorwahl schaue. Wenn die Schulden gehen, keine Ruhe, du wirst gemolken wie eine Kuh. Schaffe, schaffe, Häusle baue und ich nach den Mäusel schaue. Denn die Mäusel geben auch keine Ruhe. Du wirst gewolken wie eine Kuh. Ah, Scheiße. So. Abends komm ich abgeschafft, ohne Saft und ohne Kraft. Meine Frau stellt das Essen hin. Schatz, mach dir warm, ich hab keinen Termin. Schaffe, Sauna baue und nicht auf den Vorbau schaue. In die Schulden gehen keine Ruhe, du wirst gewolken wie eine Kuh. Schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht nach den Mäusle schaue. Denn die geben auch keine Ruhe, du wirst gewolken wie eine Kuh. Ich habe meinen Text vergessen. Die erste zwei Strophe war schwer. Kannst du an? Ich weiß, was ist das? Schmidt, scharfe, scharfe.